Es war einmal ein Liebespaar, Cäsar und Georgia. Die lebten in der Antike und waren sehr glücklich. In der Nähe gab es eine Brücke. Man sagte, die Brücke ist magisch. Deshalb wurde sie von einem Zauberer bewacht. Niemand durfte darüber. Eines Tages aber passt der Zauberer nicht auf. Da kamen Cäsar und Georgia an die Brücke vorbei. Cäsar war sehr neugierig. Er wollte unbedingt wissen, was auf der anderen Seite ist. Der ließ seine Georgia alleine und ging rüber. Der Zauberer kam zu spät. Dieser wurde umhergewirbelt. Verwirrt landete er auf der anderen Seite. Auf einmal sah alles ganz anders aus. Diesen Ort kannte er nicht. Da sah ein seltsames Haus mit seltsamen Leuten. Der Zauberer wusste, was passiert war. Cäsar war im Mittelalter gelandet. Der Zauberer zauberte Wachen an die Brücke. Dann ging er Cäsar hinterher. Er wollte ihn zurückholen. Cäsar irrte durch das Mittelalter. Er wollte wieder zurück zu seiner Georgia. Cäsar grübelte darüber, was er tun kann. Da hatte er eine Idee. Er holte den weißen Ritter zu Hilfe. Gemeinsam versuchten die das erneut. Aber die Wachen waren zu stark. Cäsar und der weiße Ritter wurden wütend. Sie machen alles kaputt. Und wieder kommt der Zauberer zu spät. Schnell macht er alles wieder heil. Cäsar war traurig, weil er nicht wieder nach Hause kam. Da hatten sie eine neue Idee. Der Musiker sollte ihnen helfen.
Mit einem Schlaflied brachte er die Wachen zum Einschlafen. Jetzt konnten der Weiße Ritter und Caesar über die Brücke. Der Zauberer kam wieder zu spät. Caesar und der Weiße Ritter wurbeln wieder durch die Zeit. Wieder sah alles ganz komisch aus. Das war nicht Caesars Zuhause. Caesar war wieder wütend und traurig. Er vermisste seine Georgier. Der Zauberer folgte den beiden wieder. Er beeilte sich. Er sah, dass Caesar traurig war. Da wusste er, was er tun musste. Er ging zur Zeitreisebrücke. Und so wird auch Georgia in die Zukunft. Caesar und Georgia waren nun wieder glücklich vereint.